Hallo liebe Leute und Metropolenliebhaber aus Utopia. Willkommen zurück bei City Skylines After Dark. Und ja, uns fehlen immer noch so ein paar Einwohner, die hier hinten mal das Industriegebiet wieder in Schwung bringen. Wir haben hier unten auch eine Nachfrage nach neuen Bürgern und Bürgerinnen. Und ja, ist ja noch genügend Platz da, ne? Wobei, das ist auch schon wieder... Oh Gott. Ja, zu 60% ungefähr würde ich sagen, ist es schon wieder befüllt. Hier in der Mitte, das bleibt natürlich frei. Das Uni-Gelände, das Lern-, das Bildungszentrum. Da kommt natürlich nichts hin. Aber wir können ja hier ruhig nochmal direkt anfangen, ein paar neue Bürger zu bauen. Oh ja, ich sehe gerade hier die Brücke. Die haben wir schon mal gebaut. Die steht irgendwo hier oben. Ich muss sagen, ich finde, immer wenn ich hier in dem Bildschirm bin, wo dann alles bloß so weiß, bläulich hoffentlich angezeigt wird, gefällt mir super. So von der Farbgebung her. Oh, hier oben wird gestorben. Na ja, okay, schon vorbei. Wurde mir gerade angezeigt. So, wo haben wir denn? Ich glaube, so viele Spielplätze wie in dieser Stadt gibt es nirgendwo. Oh Gott, was für eine Todsünde. Hier unten sieht es nicht so gut aus. Es muss dringendst nachgebessert werden. Ihr wisst ja, dass ich das hasse. Dann klatsche ich da unten noch einen rein. Sehr gut. Kann wieder schön geschaukelt werden in der Mittagspause. Na, hallo? Oh nein, wir sind ja Müllkippen. Ah, das macht nichts. Das ist schon okay. Das sollte man vielleicht einführen. Einfach so eine Müllkippe neben das Gewerbegebiet. Ihr kennt das vielleicht. Ihr wart einkaufen in einem großen Elektrofachhandel. Habt irgendwas gekauft und das ist dann eingeschweißt wie sonst was. Mit, weiß ich nicht, 10 verschiedenen Verpackungsinhalten, bis man dann das eigentliche Produkt in der Hand hält. War doch eine Müllkippe direkt optimal. Fährst du vorbei, lädst dein Zeug direkt ab. Musst du das nicht bis nach Hause schleppen. So. Es wird ja manchmal angeboten, ne, dass man dann so die Pappkartons oder was auch immer, dass man das direkt vor Ort lässt und gar nicht erst mit nach Hause schleppt. Und das mache ich dann auch eigentlich immer, dass ich selber gar keinen Müll zu Hause mit mir habe. Lässt sich natürlich nicht verhindern. Schon gar nicht, wenn sich die Pizzakartons stapeln. Nein, das passiert nicht so oft. Machten eigentlich hier hinten unser schickes Touristengebiet. Es hat sich ein bisschen verlagert, ne? Diese Icons, die uns gesagt haben, dass da so zu wenig Leute sind. Guck mal, das ist ja nett hier am Wasser. Das sind nur kleine Gebäude. Hier ist nicht ein großes. Das ist ja schick. Bist du hier im Urlaub? Hier oben im Hotel, ganz oben, ist eine tolle Sicht hier hinten auf die Müllanlage. Es ist ein Traum. Der Bahnhof ist natürlich spitze, ne? Okay, der hat jetzt gerade nur 24 die Woche. Der hinten am Flughafen war besser, ne? 478, ja, na gut. Das lassen wir einfach mal so nebenbei laufen und ich sehe gerade, wir brauchen wieder Gewerbegebiet. Eigentlich möchte ich das nicht, denn wenn ich jetzt hier wieder ein Gewerbegebiet baue, das wird natürlich schnell voll, aber dann fehlen hier oben immer wieder Arbeiter. Wir könnten natürlich auch Tourismus bauen. Ja, okay, hier müssen auch Leute arbeiten. Wobei vielleicht weniger, als wenn ich ein richtiges Gewerbegebiet baue. Oder wir bauen nochmal, das haben wir ja hier oben auch in der Mitte. Hier im, wie heißt es? Halbmondpark. Das ist Freizeit. Könnten wir auch nochmal bauen. Das haben wir zum Beispiel für die hier. Gibt es hier nichts weiter an Freizeit. Das nächste ist halt hier oben der Halbmondpark und alles andere nicht. Wo könnten wir denn was mit Freizeit hinbauen? Kurzer Ruckler, geht gleich weiter. So. Ah ja, genau, die Forstindustrie. Stimmt, da hatten wir auch was angefangen. Da fehlt es natürlich auch an Leuten.
Moment. Freizeit arbeiten ja auch Leute. Ah, nicht zu wenig. Uiuiuiui. 5000 Arbeiter theoretisch. Uiuiui. Was ist denn hier los? Kriminalitätsrate zu hoch? Quatsch. Das passt schon. Okay, wir können ja, gut, wir können ja mal eine Polizeistation hier oben reinbauen. Oder hier. Ah, hier drüben ist auch keiner. Hier unten die Stadt hier unten hat auch lange keine gesehen. Wie sieht es denn hier unten mit Feuerwehr aus? Ach du meine Güte. Um Himmels Willen. Dicke, fette Feuerwehr rein hier. Sehr gut. Kommt ihr auch, oder? Nee, dann baue ich hier unten noch in die Mitte eine. Stört mich jetzt nicht, dann nehme ich da halt zwei Gebäude weg. Oh, verdammt, hier oben natürlich auch. Ich total vergessen. Ich baue jetzt mal da in die Mitte eine rein. Gesundheitstechnisch ist eigentlich okay. Es sei denn, Friedhof, ist der nächste auch ein bisschen weiter weg. Vielleicht kriege ich hier irgendwo einen rein. Ja, da oben. Wunderbar. Krematorium. So. Wie viel haben wir denn? 228.000. Wie weit geht denn eigentlich die Umweltverschmutzung hier unten bei den Müllkippen? Wo war das? Hier? Ne, hier. Verschmutzung. Das geht eigentlich. Das geht. Und es wird wieder Nacht. Oh Mann, wir brauchen echt mehr Einwohner. Aber auch nach irgendeinem Gewerbe ist Bedarf da. Das können wir uns aber gerade nicht leisten. Wir haben echt zu wenig Einwohner, beziehungsweise zu wenig Arbeiter. Vielleicht haben wir einfach zu viele schlaue Leute. Denn gerade für Industrie brauchen wir manchmal ein paar dämliche, zumindest hier im Spiel, dass das dann läuft. Wir könnten eigentlich auch... Klappt das vielleicht? Ich jetzt einfach mal so einen Tunnel baue. So zum Beispiel, dass sie direkt eine Verbindung haben. Vielleicht auch nicht verkehrt. Für später halt, wenn hier vorne noch alles voll gebaut ist. Ha. Dann sind wir nachts über, wir waren gerade im Minusbereich bei minus 1000. Jetzt geht es aber wieder steil nach oben. Wir brauchen Gewerbe, verdammt, verdammt, verdammt. Wir brauchen Leute, die in der Industrie arbeiten. Okay, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Gewerbe. Ich mache das hier hinten jetzt einfach voll. Auch wurscht, Pech. Die Leute nicht kommen und irgendwo in der Forstindustrie oder hier oben im normalen Gewerbegebiet arbeiten wollen, dann haben sie halt Pech. So. So, komm. Tja, da hätten wir hier oben. Halt, hier vorne noch. Oder? Doch, ja, hier. Zwei kleine Plätze. Tja, da hätten wir hier vorne auch alles voll.
Und die Stadt wächst und wächst und wächst. Wunderbar, immerhin. Okay, anscheinend ist wirklich bloß hier unten so ein bisschen eine Knappheit an Arbeitern. Ich denke mal wirklich spätestens, es ist weniger geworden, das könnte sein, ne? Spätestens, wenn das hier vorn voll ist, dann gibt sich das bestimmt auch. Oh, einer fährt hier vorne lang, super. Schön. Kriegen wir hier irgendwo nochmal vielleicht eine Direktverbindung hin? Ach Quatsch, das haben wir ja schon hier drüben durch die... Ich muss sagen, das ist gar nicht so schlecht gelöst. Staut sich auch nicht. Es ist zwar immer sehr, sehr voll, aber staut sich echt nicht. Also das bin ich schon mal ein bisschen begeistert, dass wir das so gut hingekriegt haben. Hinten ist auch noch industriefrei. Der fetten Jedi-Tempel in der Mitte. Der passt zwar eigentlich wirklich nicht so unbedingt, aber so als ja, schickes extra Gebäude mitten in der Mitte halt. Ja, so also ziemlich finde ich es gar nicht so schlecht. Gibt es dann eigentlich Neuigkeiten von der Tourismusfront? Oder sind es immer noch, lass mich raten, 12? Ja, 12. Okay, das ist wohl endgültig verpackt. Ich werde bestimmt noch ein paar mehr reinschauen, aber da wird sich nichts mehr ändern. Freizeit macht halt echt gutes Geld. Öl, Forstwirtschaft. Naja, Forstwirtschaft ist noch nicht so ausgebaut. Ach, hier sehen wir nochmal alles. Flieger macht 2000? Das ist ja viel. Das hätte ich nicht gedacht. Wir wollten nochmal einen Platz überlegen für einen neuen Flughafen, wo ich gesagt habe, eventuell hier unten in die Mitte. Hier müsste, oder hatte hier der Internationale reingepasst? Oder hier? Bin mir nicht mehr sicher. Wobei wir den auch hier reinsetzen könnten. Wollen wir das mal machen? Ich überlege gerade noch einen kleinen Moment. Es muss ja nicht der letzte sein. Wir können ja dann später noch mehr bauen. So ist es ja nicht. Aber ich überlege hier rein. Könnten wir natürlich dann überlegen, wenn ich den jetzt hier baue, wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir dann, wenn das hier oben voll ist, hier der Rest vom Wohngebiet, oh, da könnten wir vielleicht nochmal hier unten eine Station bauen für die Straßenbahn. Dass wir dann hier unten weiter bauen. Dass wir das dann hier so als abgeschlossenes Tourismusgebiet hier an der Grenze machen, hier zum Fluss hin. Ja, da, wobei das, oh Mann, das wäre schon weit weg, ne? Hier unten alles dann bauen. Ach je, es ist allgemein noch so viel Platz da, was ich mir da jetzt eigentlich so einen Kopf mache. Wir bauen den jetzt hier einfach mal hier hin. Vielleicht lohnt sich's ja. Da braucht natürlich dann auch eine nette Anbindung. Ich überlege noch von der Ausrichtung. So. So. Lieber so, würde ich sagen. Damit das ungefähr gleich ist von den beiden Straßenzügen oben rechts und oben links an der Ecke. Unterm Gebäude sind dann die Zugänge dann für die Straßen. Ein bisschen so, ein bisschen zurück. So. Ha. Tada. Großer internationaler Flughafen. Oh, es fehlt wieder Wasser. Mann, wir hatten es lange nicht, dass uns irgendwo das Wasser fehlt, aber war ja klar. Weiß jetzt gar nicht. Reicht das so? Ach, die ganzen Gebäudeabschnitte müssen sogar damit versorgt werden. Okay. Tja. Wie versorgen wir den mit Strom?
noch mal so ein Tesla-Feld hier irgendwo hinbauen. Oder wir ziehen von hier drüben einfach mal eine Linie rüber. Zack. Und ich sehe gerade, wir haben ja hier auch schon einen Zugang. Den meinte ich aber gar nicht. Das habe ich vorhin gar nicht realisiert, dass da schon was ist. Sondern einfach hier. Geht das im 90 Grad Winkel? Verdammt, verdammt, hier drüben geht's nicht. Hier würde es gehen. Nicht besser, wenn ich es nochmal probiere. So, okay, da können wir hier auch nochmal eine schöne Auf- und Abfahrt bauen jeweils. Genau so habe ich es mir gedacht. So, schick. Gut, dann könnt ihr gern hier landen, ihr Flugzeuge. Null, um Gottes Willen. Ja, natürlich zwei schicke große Landebahnen. Ja, ich denke, der passt hier dann im Großen und Ganzen früher oder später ganz gut rein, was wir natürlich vielleicht erstmal machen können. So sieht er übrigens von vorn aus. Schickes Gebäude, gefällt mir. So ein paar Taxis hier hinbauen. Ja, brauch auch wieder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. So, reicht dir doch, oder? Ich würde das gerne nochmal probieren. Das haut hier oben echt nicht so richtig hin. Mit der Abwasserklärung. Naja, noch ist genügend Platz. Ich mache mir da jetzt erstmal doch noch keine Gedanken. So, Flughafen steht, kommt schon mal ein Flugzeug vorbei. Na gut. Okay, hier hinten eventuell nochmal eine Station. Halt, U-Bahn. Und zwar hier hinten. Am besten gleich zwei. So, das wird jetzt immer ein ganz schönes Hin und Her, weil ich die natürlich hier alle mitnehmen möchte. Aber deswegen müssen wir hier auch die erstmal so ein bisschen komisch drum rumführen, aber später haut das dann alles richtig hin. So, wunderbar.
bekommen auch die hier unten eine Anbindung. Sehr schön. Ach, guck mal, 233.000 Einwohner. Wie sieht es hier mit den Arbeitskräften aus? Ein bisschen besser. Es hat ein bisschen abgenommen, sind nur noch 4, 5, 6 Icons da oben auch, verdammt. Na, okay. So, es wird langsam. Sehr schön. Hier ist noch keiner gelandet. Ne, noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Okay, gut, da war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal.